Wir sind wieder zurück und wir haben hier eine Neuheit, Port Royal, dürfte für gehobenes Familienspiel, Kennerspiel sein. Port Royal, das Würfelspiel. Port Royal, das Würfelspiel. Ja, ist nicht das Kartenspiel. Das Kartenspiel ist ja schon allseits bekannt, sondern jetzt ist das Würfelspiel. Klar. Ist erschienen zum 30-jährigen Jubiläum. Mhm. Was wäre dieses Jahr bei Pegasus feiern? Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist nicht 30 Jahre. Nee, das Spiel selbst ist noch keine 30 Jahre alt, aber es wird sich sicherlich 30 Jahre auf dem Markt halten. Das sage ich jetzt mal voraus. Ist für 2 bis 5 Personen, 20 bis 50, und ist damit die größte Schachtel von Port Royal, weil es gab ja die kleinen Kartenspiele, dann gab es die Big Box. Dann ja. Big Box ist wesentlich kleiner, ein bisschen höher, gleiche Format, ja, ungefähr. Es fehlen aber die Karten. Ja, wir spielen mit Würfeln, nicht mit Karten jetzt. Also, Port Royal und Karten ist sehr komisch, aber funktioniert sehr gut. Ja, wir sind wieder in dieser alten Zeit der Piraten. Händler, Piraten, was auch immer. Und sind diesmal nicht mit Karten, sondern eben mit Würfeln ausgestattet. Ich habe Zugbin, würfel ich. Und habe dann jetzt hier zum Beispiel, das waren früher Schiffskarten, die man hatte, hätte jetzt hier zum Beispiel ein grünes B-Schiff. Das grüne B-Schiff könnte ich mir einfach nehmen und markieren. Da, genau. So, dann kann ich mich wie bei Port Royal üblich entscheiden, noch eine Karte zu ziehen, also nochmal zu würfeln oder nicht. Ich entscheide mich jetzt mal fürs nochmal würfeln. Hab jetzt zum Beispiel Blau C. Blau C ist hier. Das mache ich so lange weiter, bis ich entweder sage, so, mir reicht's. Wenn es mir reicht, darf ich mir eins dieser Schiffe aussuchen. Ja. Können auch Steuerräder sein, ne? Hier zum Beispiel, so ein Steuerrad kann mit dabei sein. Kann mir auch das aussuchen. Und dann darf sich reihum jeder andere auch noch eins aussuchen. Oder du überzockst dich. Ja, aber was kriege ich erstmal dafür? Ich kriege hier 2 Kreuze dafür, wenn ich das Grüne nehme. Wenn ich das Blaue nehme, kriege ich 3 Kreuze dafür. Wenn ich das Rote nehme, kriege ich 4 Kreuze. Oder hier einen Schritt. Was das alles genau macht, sagen wir später. Du willst erst über was über Zocken reden, ja? Das ist auch spannend. Denn, was passiert, wenn ich jetzt nochmal ein grünes Schiff habe? Ähnlich wie beim Portrait-Kartenspiel, habe ich dann erstmal einfach verloren. Kriege diese Runde fast nichts. Ich kriege also nur fast nichts, also ich kriege auf jeden Fall noch etwas, denn jedes Mal, wenn man verloren hat, wie das hier oben in der Grafik auch zu sehen ist, kriegt man zumindest 2 Kreuze und muss noch einen Totenkopf hinnehmen. Totenköpfe trägt man einfach hier ab, kriegt man halt zwischendurch, die sind nicht so angenehm, die geben einem irgendwann diese Minuspunkte, die hier stehen. Ja, eine Besonderheit zum Port Royal Kartenspiel gibt es übrigens, selbst wenn ich mich verzocke, die anderen dürfen sich trotzdem was aussuchen. Das ist sehr gemein. Aber sorgt natürlich auch dafür, dass das Spiel interaktiv bleibt und alle Leute immer mitbeteiligt sind. So, was haben wir dann noch? Im Spiel selbst gibt es 4 Kampagnen, die man spielt. Man kann mit der ersten Kampagne starten. Das sind 2 hier Kapitel, ziemlich dicke, 100-seitige wie nennt sich das denn? Blöcke drin. Genau, da wird es bedruckt und es sind 4 Kapitel. Das hier ist jetzt Kapitel 1 und wir starten alle quasi da. Starten alle da. Wir haben schon ein paar Kreuze von vornherein drin, laut Regel, abhängig davon. Oder wer Startspieler ist und wer nicht. Und kriegen dann halt in unserem Zug eine bestimmte Anzahl von Kreuzen. Wir dürfen immer Kreuze nur an Kreuze setzen, also anbauen und versuchen nach und nach diese ganzen Inseln hier zu erreichen. Sobald wir so eine Insel erreicht haben und vollgemacht haben, kriegen wir den Job, der da ist. Also würden dann zum Beispiel, wenn wir das hier alles voll haben, hier gibt es nochmal Kreuze, abhängig davon, wie viele Leute da sind. Mhm. Bei 6 Leuten spielt man oder bei 5 Leuten spielt man halt die komplette Insel, bei 2 oder 3 weniger, kriegt man hier einmal den Siegpunkt für den Witzbold, den man bekommt und würde jedes Mal, wenn man es nicht schafft, durchzukommen, also 2 gleiche Schiffe hat, tatsächlich ein Kreuz mehr kriegen. Solche Eigenschaften hat man da. Weitere Eigenschaften kann man halt über diese Steuerräder hier bekommen. Und da gibt es hier unten einfach Siegpunkte. Hier kriegt man, ist die Handelsschifffahrt, da kriegt man bei gelben Schiffen einfach nochmal 2 Kreuze, doppelt so viele Kreuze sogar. Und dergleichen mehr. Ist auch wichtig, welches Schiff ihr nehmt. Es gibt hier Hindernisse, an die kommt ihr nur vorbei, wenn ihr mit dem Schiff laufen würdet. Genau, und hier gibt es sogar Totenköpfe, die müsste man dann halt akzeptieren, bei sich abtragen. Würden auch Minuspunkte geben, aber die Schätze dahinter sind natürlich auch sehr begehrt. Und es gibt viele Schätze hier, die halt auch sehr viele Punkte bringen. Mhm. Letztendlich kommt es darauf an, dass man irgendwann mal die 20 Punkte erreicht. Wer das als erster schafft, hat einfach gewonnen. Ähnlich wie bei Port Royal im Kartenspiel, das Spiel auch sofort vorbei. Runde wird noch zu Ende gespielt, schön und gut. Aber das Spiel ist vorbei, wer die meisten Punkte hat, gewonnen. Und vielleicht kurz für euch als Quickshot, damit ihr seht, das ist schon deutlich unterschiedlich, das ist der Einstiegsplan.
Und dann ändert sich das Ganze mit den Effekten und was es gibt. Und es kommen halt auch mehr Regeln dazu. Es kommen mehr Regeln dazu und es wird immer komplexer. Ja. Ja. Und ihr habt ja dann auch nochmal einen ganz neuen Effekt hier, der ins Spiel kommt und hier auch nochmal. Also ihr habt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel zu entdecken und eine Story auch durchzuspielen. Ich würde davon ausgehen, dass da auch eine Story dahinter ist. Ja. Und das ist alles das Spielmaterial. Das ist das Spielmaterial, also das hochwertige Spielmaterial, richtig schön. Laser Cut. Laser Cut, ja, wie das heutzutage heißt. Und ja, es kommt das Port Royal Feeling sehr gut auf, aber der Mechanismus ist halt immer wieder komplett anders. Dadurch, dass man diese Würfel hat und nicht die ganzen Karten, das fliegt auch im Urlaub nicht weg. Wie es uns bei Port Royal jetzt letztens im Urlaub passiert ist. Aber gut, ja, man hat dann ein Roll-and-Ride-Spiel letztendlich. Richtig. Ja, und das kommt demnächst in den Handel und damit feiert Pegasus unter anderem die 30 Jahre Pegasus. Ist wieder zur Messe Essen da? Zur Messe in Essen. Jeder, der das Originalspiel gut fand, das kleine, kann hier garantiert bedenklos zugreifen, weil es hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und mich juckt es dann auch schon in den Fingern. Ich habe das Kartenspiel echt auch durchgesuchtet und es macht garantiert viel Spaß, das neu zu entdecken, ohne Karten diesmal.